Um ca. 1.28 Uhr wurde die Feuerwehr über die Rettungsleitstelle in Bad Schwalbach zu einem Gebäudebrand unklare Situation alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge waren ca. 3 bis 4 Meter hohe Flammen aus dem Anbau zu erkennen. Es wurde daraufhin die Feuerwehr der Stadtteile Johannesberg und Stephanshausen alarmiert. Aufgrund der sehr hohen Brandlast, es handelt sich hier um ca. 70.000 Tonträger in Kunststoffhüllen, war mit einer Temperatur im Gebäude von ca. 600 bis 800 Grad leider kein Innenangriff möglich. Es wurde daraufhin das Stichwort auf F4 erhöht und die Nachbarkommunen aus Rüdesheim und Österschwinkel zusätzlich alarmiert. Es waren hier Anwohner, die dann die Feuerwehr alarmiert haben. Wir haben das Gebäude und auch die Nachbargrundstücke sofort evakuiert, dass also für die Bewohner keine Gefahr mehr bestand. Es ist ein Gewerbeobjekt im Erdgeschoss. Obergeschoss sind Mieträume. Es handelt sich um einen CD-Plattenladen, der im Hintergrund drei Lagerräume hat. Der Brand in dem Lagerbereich ausgebrochen. Insgesamt haben wir jetzt hier mit ca. 70.000 Hüllen bzw. Tonträger zu kämpfen gehabt. Daher kam auch die hohe Belastung durch Rauch und Ruß bzw. Temperatur. Allein durch die Temperatur ist kein einziger Tonträger mehr ganz geblieben. Das Feuer wurde gelöscht durch ziemlich großen Einsatz von Wasser. Insgesamt waren 4 Angriffstruppen im Innenbereich und zum Schluss wurde die Schaumittel eingesetzt, um das Feuer endgültig tot zu machen. Die besondere Herausforderung, es handelt sich hier um ein denkmalgeschütztes Fachwerkgebäude. Da sind viele Umbauarbeiten in dem Gebäude gemacht. Schwerer Zugang von außen durch zugemauerte Fenster, weil es als Gewerbegrundstück genutzt wurde. Und insgesamt ist jetzt bei dem Löscheinsatz mit Wasser natürlich die Statik des Gebäudes arg geschädigt. In den engen Gassen ist die Brandbekämpfung generell sehr schwer, weil die Fahrzeuge nehmen ja auch Platz weg. Allerdings war durch die Brandintensität und der kleinen Raum, der hier besteht, die Brandbekämpfung nicht optimal abzuhalten, wie es sonst üblich ist. Wir hatten den Rundfunk gebeten, die Warnung der Bevölkerung wegen der Gefahren durch Ruß und Rauch, der hier in großen Mengen ausgetreten ist. Das ist auch erfolgt und die Bevölkerung wurde dadurch gewarnt. Wir haben jetzt das technische Hilfswerk organisiert. Das Gebäude ist teilweise abgestützt. Insgesamt werden wir noch ca. 2 Stunden hier vor Ort die letzten Glutnester ablöschen. Und dann noch eine Brandware hier vor Ort belassen, die dann das Gebäude kontrolliert. Wir hatten insgesamt ca. 95 Einsatzkräfte der Feuerwehren, zuzüglich Rettungsdienst und Betreuungsgruppe.